Der Lecker aufs Landbus rollt wieder durch den Südwesten. Es geht in die Pfalz zu Öko-Winzerin Christine Bernhardt. Lachen schön! Trotz des dicken Nebels ist die Laune im Bus bestens. Auf dem Selfie sind Tanja Müller aus dem Hunsrück, Jutta Braun aus dem Hochschwarzwald, Michaela Frick vom Bodensee, Bianca Güldenberg aus Oberschwaben und Paula Weber, auch aus Oberschwaben. Der Winter hält Einzug im Zellertal. Mensch und Natur bereiten sich auf die kalte Jahreszeit vor. Auf den Pfälzer Weinbergen hängt nur noch der Eiswein. Die meiste Arbeit ist für Winzerin Christine und ihren Lebensgefährten Bernd getan. Es ist eine schöne Zeit, ja, eine ruhigere Zeit. Wichtig für uns und auch einen Ausgleich zu finden. Wir leben als Winzer ganz bewusst in Jahreszeiten. Die Leute, die mit Tieren zu tun haben, sind eher im Tagesrhythmus. Christine betreibt Weinbau in 9. Generation. Der Betrieb bewirtschaftet 10 Hektar. Vor rund 20 Jahren hat sie ihn von ihren Eltern übernommen. Die Reben sind zum Teil schon sehr alt. Rechtzeitig neue Weinstöcke zu pflanzen, gehört zu den wichtigsten Entscheidungen für Winzer. Heute nehmen wir Abschied von unserem alten Morio-Weinberg. Er ist über 70 Jahre alt und er wurde vom Vater noch gepflanzt. Hat auch nicht mehr hohe Erträge, er schwankt sehr und es war eine gute Zeit mit ihm. Ja, auch Abschied nehmen gehört dazu, damit Neues wachsen kann. Also das Schönste finde ich, dass man wirklich von Anfang bis Ende dabei ist. Also man hat den Anbau der Traube, man verarbeitet die Traube und man vertreibt die Traube. Das heißt, alles ist in einer Hand und man hat dann auch noch mit Menschen zu tun, die die Wein lieben und auch schätzen. Im Weinanbau steckt eine Menge Handarbeit. Auch in der kalten Jahreszeit gibt es sehr viel zu tun. Im Winter ist so eine Zeit, wo man wirklich dann 100.000 Rebstücke, also wir 100.000 Rebstücke zu schneiden haben. Und ich habe den Ehrgeiz, die selbst anzuschneiden. Also insofern ist da sehr viel zu tun. Bis so Mitte März nehme ich mir da als vor, das fertig zu haben. Die Arbeit mit den Reben verlangt viel Gespür. Trotz aller Könnerschaft, in erster Linie bestimmen die Launen der Natur, ob es ein guter Jahrgang wird. Wir hängen zusammen. Christines Vorfahren und sie selbst haben viel richtig gemacht. Das Weingut im Zellertal besteht seit 275 Jahren. Das Winzerpaar lebt hier zusammen mit Christines Mutter Eleonore. Das Wohnhaus ist von einem großen Park umgeben. Dort steht heute ein kleines Familienfest an. Christines Schwester Alice ist dazu aus München angereist. Und aus Wien die namensgleiche Tochter Alice und Schwiegersohn Max mit ihrer kleinen Tochter, der jüngsten in der Familie. Lola bekommt einen Taufbaum. Nach einer alten Familientradition wird für jedes Kind ein Baum gepflanzt. Für Oma Christine ein besonderes Ereignis. Ja, diese Lola symbolisiert ja für uns schon noch eine Generation weiter. Es geht weiter, das Leben geht weiter. Und es hat mich sehr gefreut, dass Alice und Max das Ganze auch so ernst nehmen. Und auch, dass sie Alice dazugekommen ist mit ihrem Sohn, sodass das wirklich eine Familienaktion wurde. Mit vereinten Kräften wird der Baum gepflanzt. Von nun an wird eine hellgelb blühende Magnolie das Weingut zieren. Jetzt haltet ihr mal fest und wir geben die Erde dazu. Gesagt, getan. Jetzt ist auch im Garten für Nachwuchs gesorgt. Der Garten gehört ganz stark hier zu der Familiengeschichte. Und wir schlagen hier buchstäblich Wurzeln mit den Bäumen und sind hier beheimatet. Darauf einen Schluck aus dem eigenen Keller. Dass sie ein gutes Winzermädchen wird. Ein Winzermädchen. Ja, Lola. Lola. Sie lebe hoch. Der Tradition entsprechend kriegt auch der Baum ein Gläschen. Hoi. Alles, alles. Oder trinken wir noch ein? Wir trinken noch ein bisschen. Also. Ui.
Jetzt geht's an die Dinnervorbereitung. In der Nähe des Weinguts stehen alte Esskastanien. Tochter Alice hilft Christine beim Sammeln der Früchte. Es gibt sie als Beilage zum Hauptgang. Wie viel brauchen wir denn? Oh, schon noch ein bisschen. Wir haben ja 5 Gäste und ich. Und das Ganze gilt ja als Stärkebeilage. Keine Kartoffeln, keine Nudeln. Okay. Brauchen wir schon noch ein bisschen. Das ist ja eine besondere Kastanie. Das ist die Esskastanie, nicht die Rostkastanie. Und Esskastanien haben einen sehr guten Nährwert, sind sehr gesund. Und deshalb ist die Keschte, wie sie hier heißt, mit E-S-C-H, Pfalz, wird heute noch verehrt und wird auch heute noch in viele Gerichte im Winter eingebaut. Alice hat sich für einen anderen Lebensweg als ihre Mutter entschieden. Eine enge Bindung an ihre Heimat hat sie dennoch. Es ist schon ein spezielles Örtchen, gerade das Zellertal ist natürlich. Als Teenager will man nur raus und Mitte 30 will man irgendwie wieder hin zurück. Aber nein, es ist speziell und was die Mama damit macht vor allem, ist natürlich auch besonders speziell und sehr mit Liebe und das bewundere ich und das ist natürlich, kommt man gerne nach Hause und lässt sich dann irgendwie betüdeln, das ist so nett. Aber jetzt zur Speisekarte fürs Dinner. Was gibt es denn? Mein Menü besteht aus einer schönen Vorspeise, einer Geflügelpastete mit Kamerlingsoße. Zum Hauptgang servieren wir einen Rindergulasch mit Käschtegemüse und Gelrübe. Und zum Abschluss servieren wir einen weißen Schlitten mit Hippenkufen. Also los! Die Köchin reibt Schalotten, Grundlage des Familienrezepts für die Sauce Cumberland. Ja, die Cumberland-Sauce gab es immer noch im Herbst und im Winter. Und wenn die Mama anfing, die Orangen zu schneiden, dann wussten wir, jetzt ist wirklich ruhigere Zeit. Es gibt schöne Jachterlebnisse vom Papa. Der hatte Fasan, der hatte Hasen. Es gab auch mal ein Reh. Und dazu passte immer diese Cumberland. Und das war echt eine schöne Zeit und eine schöne Erinnerung. Und jedes Mal, wenn ich Orangen schneide, denke ich daran. Ein paar Nelken. Dann werden die Orangenschalen und die Schalotten mit Rotwein aufgegossen. Und der Sud aufgekocht. Und jetzt? Ja, ich passiere jetzt die Preiselbeeren. Das ist nämlich das Geheimnis dieser großen Cumberland-Soße. Preiselbeeren sind ein Jungbrunnen in der nordischen Küche. Nun kann der aufgekochte Sud vom Herd. So, jetzt den. Ein paar Löffel der abgeseiten Flüssigkeit gibt die Köchin zu den Preiselbeeren. Ja, von der Gewürzung her ist es so, dass man schon diesen Grundsud hat und Pfeffer, aber auf jeden Fall kein Salz. Stattdessen etwas Senf, einen kräftigen Schuss Wustersoße und Orangensaft beigeben. Das Ganze so. Ordentlich verrühren. Schlupp und der Senf ist weg. Die Soße ist sehr lange haltbar und eignet sich deshalb nicht nur als das gewisse Etwas in Christines Vorspeise, sondern auch als Gastgeschenk für die 5 Landfrauen. Am Nachmittag gehen Christine und Bernd zur Jungweinprobe in den Weinkeller. So, probieren wir an dem Weißburgunder da drüben. Ja. Der junge Wein gärt seit circa einem Monat im Tank. Regelmäßig muss der Stand der Reifung überprüft werden. Ja, also die Farbe ist noch hefetrüb. Also da können wir schon noch davon ausgehen, dass noch Gärung im Gange ist. Aber schon so eine Mineralität, die so ein bisschen durchschimmert. Aber auch noch Süße. Also man merkt schon, die spielt noch. Die ist noch nicht ganz auf dem letzten Punkt. Spitzelt noch so vorne auf der Zungenspitze. Ja. Und außerdem muss man gleich lächeln, wenn man den in den Mund nimmt. So. Wie sehen die Winzer ihre Tropfen? Also wir sprechen gern, dass unsere Weine Heimat haben, einen Charakter und eine innere Harmonie. Also für mich schwingen unsere Weine. Egal, ob es ein kleiner Sommerwein ist, der zart und leicht daherkommt, dann so ein tänzerischer kleiner Kabinett und auch eine große Spätlese oder was ganz Besonderes, eine besondere Auslese. Jeder schwingt in seinem Ton. Ja, schmeckt gut. Fein. Feines Bouquet. Was macht die jungen Weine denn aus?
Die sind schon sehr empfindlich um diese Zeit. Ne? Also nach Weihnachten, das ist auch dann die Phase, wo es der Keller kalt wird auf der einen Seite, aber auch die Jahreszeit, der Winter, die ganze Sache zur Ruhe kommen lässt. Und dann ist eigentlich hier unten auch eine Stille kehrt dann ein. Also dieses Gekluckere hört dann auf. Es wird nur noch sporadisch mal so ein Gluckser gemacht. Und man selber wird auch ruhiger, weil einfach diese Phase dann vorbei ist. Der Nebel will nicht weichen in diesen Tagen und es ist kalt. Gut, dass es drinnen viel zu tun gibt. Die Kastanien, die Käste werden geschält. Bevor sie wieder nach Hause müssen, helfen Christines Tochter und auch ihre Schwester gern fürs Dinner mit. Dass die beiden mal erfolgreich auf eigenen Beinen stehen würden, war ihnen nicht in die Wiege gelegt. Wir waren ja nur Met. Nur Met stand dafür, dass sie leider keinen Erbfolge hatten. Und dann war nur Met auch ein Ausdruck davon, na ja, es muss halt auch Met geben. Und das war aber unser Glück, weil wir uns dann frei entfalten konnten. Keiner erwartete von uns, dass der Hof weitergeht. Christines Schwester ist Architektin geworden. Sie selbst hat sich entschieden, den elterlichen Betrieb weiterzuführen. Sie ist ja da wirklich auch straight durch. Gegen jegliche Skepsis, sei es von den Eltern oder auch Leuten, die gesagt haben, was will die Frau im Weinbau? Und ich habe ehrlich gesagt das auch mit etwas Skepsis angeschaut und finde es aber fantastisch, dass eine Frau das alleine stemmt. Und wie? Christine hat die Dinge im Griff, findet auch Bernd, der weiß, was er an seiner Lebensgefährtin hat. Die beiden haben eine klare Arbeitsteilung. Die Aufgaben im Weinkeller, auch die körperlichen wie das Reinigen der Fässer, stehen auf seiner To-Do-Liste. Wie ist das Leben und Arbeiten mit Christine? Also ich liebe an der Tine die Spontanität. Die hat einfach, die ist so, wenn man das fußballerisch sehen würde, die schießt den Ball ganz weit vor und dann rennen wir alle mal hinterher. Und meistens schaffen wir es und sie ist dann froh, wenn dann das Team hinter ihr stimmt. Und das macht ja auch als Unternehmerin sie aus, dass sie einfach auch Ideen hat und die auch sehr kreativ sind. Und ja, als Frau, vor allen Dingen als meine, liebe ich sie sehr. Und gerade, ja, wir haben gute gemeinsame Zeiten und das Leben und Arbeiten zusammen macht einfach auch Spaß mit ihr. Bernd ist ein wunderbarer Kellermeister. Er macht es schon so lange, dass jeder Handgriff so wunderbar sitzt. Und es ist wie so eine kleine Sinfonie. Ich sehe ihm unglaublich gern zu, wenn er im Keller arbeitet, weil er genau weiß, was er macht und wie er es macht. Und dazu noch die Sensibilität entwickelt, die Weine zu hören und zu schmecken. In der Küche breitet sich der Geruch der Kastanien aus. Morgen wird Christine sie zu ihrem Gulasch reichen. Auf die Köchin und ihren großen Tag. Auch am nächsten Morgen hängen noch immer dicke Nebelschwaden in den Weinbergen. Bereits in der Früh kommt Christines Mitarbeiterin und Freundin Martina, um beim Kochen zu helfen. Hallo, Tine. Ich hab alles bekommen. Gut, dass du schon da bist. Hallo. Moment, ich schüre gerade noch ein. Dann brauchen wir gut Heiß. Was kann ich helfen? Super, hast du gut gefahren? Ja. Fein. Los kann's gehen. Das Kochduo beginnt mit dem Hauptgang. Die Knochen sind für einen Soßenfond fürs Gulasch, das Christine aus einem Stück Wade vom Rind zubereitet. Die Zwiebeln machen Probleme. Oh, ich fang schon wieder an zu drehen. Zum Glück brauchen wir keinen Zwiebelschmorbraten. Du hättest eine Taucherbrille anziehen können. Für ihr Menü wollte Christine ein ganz bestimmtes Fleisch. Also das soll jetzt nicht so ein klassischer Braten werden, sondern wirklich so, man verwendet alles. Mhm. Ich habe mir Wadenfleisch ausgewählt, weil es jetzt kein besonders wertvolles Stück ist, aber weil ich der Meinung bin, dass Ganztierverwertung auch besonders wichtig ist heutzutage. Nicht immer nur die Filetstückchen sich aussuchen. Und der Metzger freut sich auch, weil er dann nämlich das ganze Tier gut verkaufen kann. Fein, dann braten wir gleich mal das erste an. Das dauert ja dann noch einige Zeit. So. Auf einem mit Holz befeuerten Herd zu kochen will gelernt sein. Christine freut sich, dass das Erbstück noch immer seinen Dienst tut.
Der Ofen wurde mit dem Haus gebaut. Er ist 1890. Das hat der Vorteil von dem großen alten Herd, dass man die Temperatur ausgleichen kann und hinschieben kann, wo man es will. Und wirklich viele Töpfe nutzt. Das ist ja eh eine Energie. Eine Energie, die gleich das Schmorgemüse zu spüren bekommt. Ja, das Gemüse wird jetzt noch ein kleines wenig angeröstet, damit eben noch so ein bisschen süße Aromen dazukommen. Anschließend geben wir ein bisschen Tomatenmark dazu, ein kleines bisschen Mehl, aber nicht zu viel. Und zum Schluss natürlich unser Rotwein. Und schon wird der Plan in die Tat umgesetzt. Tomatenmark, Rotwein, Gewürze plus ein paar Lorbeerblätter. Und dann kann das Rindsgulasch schön vor sich hinschmoren. Wer zu dieser Jahreszeit auf Tour ist, freut sich über etwas Warmes. Zum Glück hat Jutta vorgesorgt. Und dann habe ich gedacht, da bringe ich mal ein Glühwein mit, aber ohne Alkohol. Also ein Punsch, eher ein Punsch habe ich gemacht. Mit Nelke, mit Zimt und mit Orange. Genau. Super, Jutta. Aber ich habe hier keine große Mühe gescheut. Auf Jutta und Christine, die einzige Winzerin in der Runde. Ich kenne mich mit Wein gar nicht aus. Aber ich finde es immer interessant, wie die Winzer ihren Wein beschreiben können, nach was der Wein schmeckt. Und ja, man kann immer was mitnehmen und lernt was Neues kennen. Also ich bin sehr gespannt, was das Weingut so hergibt. Ja, ich habe eine besondere Rolle mit der Tine, weil ich die schon mit 2012 kennengelernt habe, weil wir da schon miteinander gekocht haben. Und ich freue mich jetzt, dass ich sie wieder besuchen darf, dass ich sie jetzt wieder sehe, weil es war sehr nett bei ihr auf dem Hof. Weit ist's nicht mehr. Meine Damen, wie geht's euch da hinten? Super, super. Wir sitzen hier schön zusammen im Bus. Hier kuschelig warm. Trinken wir einen warmen Punsch zum Wohl. Ich denke an Christine. Freuen uns auf Christine. Jawohl. Die Gastgeberin der Landfrauen macht sich inzwischen an die Vorspeise. Das ist jetzt ein klassisches Suppenhuhn. Und früher war das eine Legehenne. Und damit man ihr den Rest an letzten Respekt erweist, es ist ein Bio-Legehuhn gewesen, tun wir es jetzt noch in die Suppe und mit dem schönen Fleisch basteln wir eine Pastete. Zum Huhn gesellt sich Gemüse. Das ist ein kleiner Trick von meiner Oma. Die sagt immer, da braucht man keine Zwiebelschälen, kriegst du auch keine feuchte Augen. Und dann spickst du einfach die Nelken damit. Und die Nelken hießen ja früher die Nagelde. Und da sie nicht rausfallen, ist es gut, wenn sie hier verhaftet sind. Und das geht jetzt alles als Fond mit rüber zur Hühnersuppe. Bei meinem Menü habe ich ja schon Wert gelegt auf die saisonale Sachen und auch das, was von hier kommt. Was mir aber auch sehr wichtig ist, ist, dass man Rezepturen hat, mit denen man mit einfachen Produkten arbeitet. Also es muss nicht immer das Filet sein, wenn ich Gäste einlade. Ich kann auch mit einfachen Teilen vom Rind was machen. Ich kann auch einen Suppenhuhn mal nehmen. Ich muss nicht immer nur Edelteile nehmen. Und das ist auch so ein gewisser Respekt vor einer Tier, vom Tier, dass ich alle Teile gut verwende. Und wenn ich das in Schmorbraten umwandle dann und etwas Zeit habe, dann kann das auch gut schmecken. Oder ich gebe einen Pfiff mit verschiedenen Gewürzen. Wir werden mal sehen, wie es schmeckt. Martina kümmert sich um die Nachspeise. Ein Parfait mit Äpfeln. Die Äpfel werden in Butter und ein bisschen Puderzucker angedünstet und kommen mit in dieses Eis und werden auch mit eingefroren. Für die Grundmasse braucht Christine Eier und Puderzucker. Auf dem Teller soll das Dessert wie ein Schlitten im Schnee aussehen. Wir schlagen jetzt das Eigelb mit dem Puderzucker auf. Und es gibt eine schöne Masse, darunter heben wir die Sahne. Und anschließend kommen alle Aromaten. Das Eigelb wird gut verrührt. Und der Puderzucker durch Sieb gerieben. Klümpchen gehen gar nicht. Dann kommt die geschlagene Sahne dazu. Essen deine Landfrauen gerne süß? Also, ich glaube, wir mögen beides. Also, eine weiß ich auf jeden Fall, dass es ein Süßmäulchen ist. mal gucken. Also, erstmal nur ein paar Äpfelchen. Mal sehen, wie sie sich verhalten. Nicht, dass sie uns ganz runtersinken. So. Wir nehmen jetzt erstmal einen Schuss. Most. Der Most bringt den entscheidenden Aromakick ins Dessert. Zufrieden?
Könnte noch ein bisschen mehr sein. Komm, wir machen noch einen Schuss dran. Muss. Mhm. Ja, klar. Das war etwas mehr Mehl. Zwei Schuss halt. Ich glaube, jetzt ist es gut. Mhm. Ja, fein. Einfüllen? Ja. Dank der Folie lässt sich das Parfait später gut stürzen. So, jetzt ab in die Truhe. Ab in die Truhe. Adios. Die Gäste nähern sich dem Hof und machen sich Gedanken, ob der Menüplan wohl mit ihren Erwartungen übereinstimmt. Heute Abend hätte ich Lust auf Fisch. Ich denke, bei einer Winzerin wäre es ja möglich, dass es Fisch gibt, weil die Christine keine Tiere hat. Also da hätte ich schon Lust drauf, würde ich mich drauf freuen. Also Appetit habe ich immer und von dem her lasse ich mich gerne überraschen, was es gibt. Aber ich weiß, dass es hier in der Pfalz so ganz viel Pastete gibt und Wurst im Weg ist hier auch ganz bekannt. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass sie bestimmt irgendwie in der Form auch was hineinbringt. Nicht schlecht geraten. Christine macht sich inzwischen an die Dekoration. Der alte hölzerne Vorhangschmuck ist ein toller Hingucker. Dazu ein paar wilde Weinbeeren, die gut rauskommen auf dem roten Stoff. Und natürlich wird für die Landfrauen das Familiensilber aufgetischt. Das Konzept der Winzerin? Ja, der Winter ist schon ein bisschen herausfordernder, weil man ja nicht mehr so viel Farben hat. Und das wollte ich eigentlich auch betonen. Also man geht eher von dem Grün weg. Hier sieht man fast kein Grün mehr. Aber dafür hat man ein leuchtendes Rot und auch dunkle Farbtöne, die so ineinander waschen. Und man darf auch mehr in die Üppigkeit gehen. Also viel, viel Kerzen. Noch ein wichtiger Teil darf nicht fehlen. Das Gastgeschenk, die Cumberland-Soße. Ja, aber gut, also nächster Schritt. Ja. Nicht mehr lange und die Frauen können ihre dritte Gastgeberin begrüßen. Ich freue mich richtig riesig auf sie und bin mal gespannt auf die Familie. Ich kenne ja jetzt noch niemanden, sie nur vom Hören und freue mich jetzt richtig drauf. Schön. Ich sage, es geht nicht mehr lang. Ah, oh, guck mal, das ist so eine Trauerweide. Wow. Ah. Boah, das ist ja riesig. Das ist groß. Schau mal. Ein schönes Schild. Ja. Prima, wenn man schon bei der Anfahrt so herzlich begrüßt wird. Ja, danke. Hallo, Tina. Super. Schön. Ja. So, ist eine kleine Begrüßungsrunde. Ich darf vorstellen, Martina, meine langjährige Hello. Mitarbeiterin und Freundin, die uns heute auch mit beglückt und bekocht. Mein Liebster, den ich noch länger kenne wie Martina. Okay. Und meine Mama, die kennt mich am längsten. Ja. Weiter geht's drin. Christine will mit ihren Gästen im Haus anstoßen. Oh, schön. So, ihr seid auch hier im schönen Salon. Das ist für uns so das Weihnachtszimmer. Das wird nur ab und zu geöffnet und hat keine Heizung. Ja, also so wie das früher war. So die Gutstub, die wurde ja immer nur für besondere Anlässe genutzt oder wenn hoher Besuch kam. Ich bin um uns ja halt sehr geehrt. Ja. Zum Auftakt gibt's ein Schlückchen Rosé-Sekt und Brennnessel-Canapés. Also schön, dass ihr da seid. Ja, zum Wohl. Dieser Salon, den die Christine dann als Weihnachtszimmer bezeichnet, also ich würde fast behaupten, da drin könnte man historische Filme drehen. So authentisch ist der noch. Wir haben auch einen Sektkeller und da gehen wir jetzt hin, dass die liebe Tine in Ruhe das Menü zaubern kann. Oh, dann mal auf. Also los. In Bernds Obhut starten die Frauen ihre Tour durchs Weingut. Das Küchenteam nimmt sich nun den ersten Gang vor. Martina bereitet den Teig für die Geflügelpastete vor. Christine kümmert sich ums Fleisch und löst das Suppenhuhn aus. Der Teig kommt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Christine brät jetzt Hühnerleber an, die sie mit Thymian würzt. Auch Champignons kommen in die Pastete. Und eine Familienspezialität, eingelegte grüne Walnüsse.
Das sind jetzt die beschwipsten grünen Nüsse. Das ist eine Spezialität von uns. Wir legen sie mit Rotwein und mit ein bisschen Schnaps und Orangen und Gewürze ein. Und man kann beides benutzen, die Nüsse und den Saft. Das ist kein Saft mehr, das ist wie ein Schnaps. Man hat ja in gute Pasteten früher Cognac gegeben. Jetzt geht's ans Vermengen. Jetzt immer abwechselnd Fleisch und Leber und das besoffene Brötchen. Die Zutaten werden durch den Wolf gedreht. Und mit etwas Sahne, den eingelegten Nüssen und den Pilzen gut vermengt. Und das Besondere ist jetzt, dass wir unsere eigene Pastetenwürzung machen. Und da kommt schon eine ganze Menge dazu, wie zum Beispiel Koriander, Nelken, Piment, Lorbeerblatt, Kubenpfeffer, Wacholder, Thymian und Zitrone. Damit die Aromen gut zur Geltung kommen, alles sorgfältig mörsern. Oh, ich rieche das so gerne. Jetzt nur noch alles mischen und Christine hat die Vorarbeiten für ihren ersten Gang erledigt. Wunderbar. So, das haben wir. Wenn man jetzt hier mal guckt, da sieht man, da oben, da ist ordentlich Hefe drin. Ja? Und der muss jetzt, die Hefe muss ganz vor? Ganz nach vorne in den Kronkork. Die Sektflaschen sind jetzt hier auf diesen Rüttelpulten schon aufgesetzt. Also der Sekt wird jetzt quasi, ja, so nach und nach klar gerüttelt. Ne? Und wenn man mal auf die Flasche sieht, die hat ja hier so einen Markierungspunkt. Also man nimmt die Flaschen von außen, dreht sie kurz und steckt sie ein bisschen weiter nach oben. Und dann geht man auf 7 Uhr oder 8 Uhr. Und wer von euch wird sich sowas schon zutrauen, als Sektrüttler aufzutreten? Oder Rüttlerin, um korrekt zu bleiben. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, gell? Ja. Ach so, ein Probiererle wäre vielleicht auch nicht schlecht. Probiererle. Zum Wohl. Gute Zusammenarbeit. Ja, genau. Während im Keller beste Stimmung herrscht, setzen die Köchinnen konzentriert die Pasteten zusammen. Drauf kommt ein Teigdeckel mit Loch, das von Geflügelmanschetten offen gehalten wird. Der beim Backen entstehende Dampf muss nämlich entweichen können. Sonst bekommt die Pastete Risse oder wird zu weich. Hoffentlich geht alles gut. Werde. Oh, super. Ja. Zur Nachspeise. Für ein italienisches Baiser, das nicht gebacken wird, schlägt Christine Eiweiß auf und vermengt es mit aufgekochtem Zuckerwasser und einem Schuss Zitrone. Das kann jetzt einfach für sich alleine schlagen, bis es unten kalt ist. Ich hätte noch was für euch da. Von dem vielen Sekt, dass die ein bisschen aus dem Kopf geht, die Kohlensäure. Wir haben hier Kiwis. In der Pfalz, wir sind ja da sehr exotisch hier. Ja, sehr. Das ist eine alte Kiwi. Kiwi-Stücke. Wie viele Jahre ist die? 40 Jahre alt. 40 Jahre? Ja, und bringt ordentlich. Gut, ordentlich, ja. Ja? Als wir dann bei den Kiwis waren, dann war so der Aha-Effekt, dass das aussah, mit den riesen Blättern, wie so eine Bohnenranke, die so riesig in den Himmel wächst und wie so ein Wunschbaum. Und jetzt müssen wir halt da ein bisschen rumsuchen, weil die Tina hat mich gebeten, Kiwis, für irgendwas, was es bräuchte, ein paar Kiwis. Ah, ich sehe schon ein paar. Ja. Ran an die Arbeit. Kiwi-Ernte in der Pfalz. Das berühmte milde Klima der Region macht's möglich. Zum Neibeißen. Fast zum Reinbeißen. Geerntet wird zum Jahresende und dann müssen die Früchte noch nachreifen. So, ich glaube, das reicht dann. Für der Tine, bis sie die verarbeitet hat, glaube ich, hat sie zu tun. Paula, willst du und Jutta ihr vielleicht die Part reinbringen? Ja, super. Oh, das liegt was, gell? Ganz ordentlich. Herein! Hallo, komm. Guck mal, was wir da haben.
Wir haben ja noch Brauchen. Ah, wunderbar. Da war fleißig. Ja, du, an alle Ecke. Du, ja. Es hängt ja aber auch voll. Ja, du, fein. Du hast eine gute Ernte dieses Jahr. Ja. Mhm. Ja. Super, da war der echte Grund. Ja, dann lass jetzt da. Merci. Ja, also, gerne. Sauber was Schönes. Ja, wir werden uns erhöhen. Ja, tschüss. Ciao. Das ist ja schön. Dann können wir gleich welche als Deko zum Salat nehmen. So, mal rein in die gute Stube. Zeit, die Tafel in Augenschein zu nehmen. Wir haben hier einen ganz sakralen Raum. Das ist unsere Kuhkapelle. Das war der Kuhstall. Früher war hier der Kuhstall. Und wir haben den jetzt hergerichtet. Und ich sehe, Schatine hat sich wieder selbst übertroffen. Mit. Das habe ich so noch nie gesehen, dass Kühe residieren mit Säulen in der Mitte. Also es war echt ein Traum. Dann die lange Tafel mit dem roten Tuch und die ganzen Kerzen. Ja. Es war einfach nur wow. Bitte schön. Ist alles für euch gerichtet. Was ist denn das? Das ist doch so eine Maschte, oder was? Ja. Also wenn man so ein böhmisches Gewölbe da noch so herrichtet, so festlich, so wunderbar renoviert, dann ist es die Umgebung für ein Dinner. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Und lasst euch jetzt alleine in der schönen Atmosphäre hier. Ja, danke für den schönen Tag. Ja. Gerne. Tschüss. Der Dinnertisch begeistert und gibt Rätsel auf. Oh, was könnte denn das sein? Vielleicht eine Marmelade? Ja, das könnte man. Chutney. Genau. Soll ich es auflösen? Bei mir steht es nämlich hinten drauf. Ja. Cumberland-Soße. Das hier. In der Küche ist die Köchin erleichtert. Perfekt. Yes. Super schön sind die geworden. Gut gemacht. Zur Pastete aus Hühnerfleisch, Leber, Champignons und betrunkenem Brot serviert Christine Salat aus dem Garten und natürlich die Sauce Cumberland. Schau mal, die Birnen. Dazu eine halbe blanchierte Birne. Ja, auch die erhält einen Soßentupfer und wird mit einer Scheibe heimischer Kiwi garniert. Mit Salat aus dem Garten und die Cumberland-Soße, die hier zum Haus gehört. Ah. Und als krönender Abschluss die erste mittelreife Kiwi. Ja, freue mich sehr, dass ihr da seid. Ja, schön. Da würde ich sagen, dieses Gläschen. Was ist denn das Leckeres? Er gehört zu meinen Lieblingsweinen. Das ist nämlich ein Zeller Schwarzer Herrgott. Das ist eine uralte Lage. Seit 708 gibt es die, weil ein Mönch es aufgeschrieben hat, nämlich der heilige Philipp. Ja, und der heilige Philipp, der war hier, oder? Ja, der Philipp war hier. Es gibt, glaube ich, noch mehrere Philippe. Mhm. Unserer ist für Kindersegen zuständig, falls ihr noch Bedarf habt. Danke. Also, guten Appetit. Danke. Säuerlich. Christines erster Gang ist nicht nur durch die Zutaten von der Jahreszeit geprägt. Also es war ein reines Winteressen. So was Aufwendiges machst du nur im Winter, wenn du Zeit hast. Mhm. Sehr gut. Ich eile zum nächsten Gang. Ja, freuen wir uns ja. Ja. Bin auch gespannt. So, jetzt kommen wir zur Abstimmung mit den schönen Abstimmungskarten. Dann langt mal zu. Jawohl. Die Landfrauen bei ihrer ersten Abstimmung des Abends. Mit bis zu 10 Punkten bewerten die Frauen die Kochkunst ihrer Gastgeberin. Der erste Gang, der war sehr fein. Da gab es ja diese Pastete mit dem Geflügel drin. Dann war aber so ein leichter Wildgeschmack hat es gehabt. Dann war auch die Leber drin von dem Geflügel. Durch das hat es so wenig so einen Innereigeschmack gehabt. Das ist nicht so meins, aber es war im Prinzip was fein durch die Pastete. Also die Vorspeise, die Pastete und die Soße dazu, die war richtig lecker. Es war ein leckeres Zusammenspiel miteinander. Und ja, ich finde, das könnte ich mir auch vorstellen, das mal nachzukochen.
Bevor Christine sich dem Hauptgang widmet, macht sich die Köchin noch ans Dessert. Für einen hippen Teig mischt sie Mehl und Zucker und gibt Eischnee und Milch dazu. Und, wie immer, bei Süß kommt noch eine Prise Salz und bei Salz eine Prise Zucker. Und was ist der Plan? Ich möchte gerne jetzt Holz imitieren für den Schlitten. Deshalb mache ich jetzt noch ein bisschen Kakao dazu. Das Parfait soll nämlich als Schlitten auf Hippenkufen sitzen. Kreativ. Diesen einfachen Hippenteig, den stellen wir jetzt noch eine halbe Stunde kalt und dann wird er aufgespritzt. Jetzt wissen wir ja, was so skambalent ist. Mhm. Ein Rätsel hat sich gelöst. Ja. Was war noch drin, außer Preise? Wirklich lecker. Genau, die ganze Weihnachtsgewürze, so was man so an Weihnachten, auch so Wintergewürze, ja. Raffiniert, gell? Ja, das schmeckt echt fein. Auf zum Hauptgang. Das Rindergulasch wird mit dem Fond verfeinert. Das Urteil? Ja. Gut? Fein, ja. Noch ein wenig einrühren und dann sind die Beilagen dran. Die Maronen hat Christine in Hühnerbrühe gekocht. Jetzt karamellisiert sie die Käschte in Butter und Zucker. Super. Also, jetzt drauf. Dazu gibt es noch kurz gebratene Karottenstreifen, gelbe Rüben. Jetzt immer mit der Gabel so ein bisschen wie so Spaghetti wenden. Und schon kann angerichtet werden. Selbst gesammelte Kastanien, dazu gelbe Rüben und das Rindergulasch aus der Wade. Das ist super heiß. Allora, husch, husch. So. Oh, jetzt springen wir uns, dass es warm bleibt. An ihre Tischnachbarin, Kartoffelbäuerin Michaela, hat Christine eine besondere Botschaft. Keine Kartoffel. Lasst euch schmecken. Danke, ja. Freuen wir uns. Ja, danke schön. Das ist ja raffiniert gemacht mit der Karotte, gell? Ja, also das ist auch wieder regional. Die gele Rübe, die wurde früher noch viel mehr angebaut. Pfälzer gele Rübe, die ist auch ein bisschen herber wie die Karotte. Und irgendwann ist die ganze Karottenzüchtung nach Holland gewandert. Und die Holländer fanden Orange super sexy. Das ist ja ihre Nationalfarbe. Und dann haben sie immer nur die orangen Karotten rausgefiltert und die, die besonders süß sind. So, und dann ist es manchmal so, dass die Karotte schon fast über ist. Also zum Fleisch passt sie dann noch gar nicht mehr so gut. Und deshalb kombinieren wir sie jetzt wieder mit der Pfälzer gele Rübe. Damit ist dann wieder fein. Sehr fein. Wieder was gelernt. Christine hat mit Bedacht und Können gekocht. Was die Runde am Tisch zu würdigen weiß. Sonst nimmt man ja immer Filet und Rostbraten und das war's dann. Dass man aus ganz normalen Sachen was macht und dass aus der Wade das Gulasch eigentlich am besten wird, das weiß man ja eigentlich, aber dass es dann so dermaßen gut wird, das ist halt dann schon sehr toll. Also das herzhaft Deftige, das mag ich auch sehr gern und das ist richtig gut gelungen. Das Fleisch war optimal. Und dann hatte sie noch Maronen dabei, die waren gekocht. Und diese Kombination mit den Maronen, die war so ein wenig mehlig, und dann diese Karotten, das Rohe, das war ein Geschmackserlebnis. Und wie war es mit Bernd? Interessant. Sehr interessant. Wir haben geholfen, einen Sekt gerüttelt. Sekt? Wir haben den von 6 auf 8 gedreht. Von 6 auf 8? Von 6 Uhr auf 8. Okay. Tine, du kriegst einen Sekt, ich sag's ja. Dir. Das wird der Jahrhundertsekt, weil wir den gedreht haben. Ja. Wunderbar, ja. Wunderbar. Und er hat sogar noch eine geköpft für uns. Und? Flasche. Wer ist nass? Alle. Schau mal, was der Schlitten tut, ob er noch Kufen kriegt oder nicht. Bis noch. Bis noch. Ciao, ciao. Welche Schlitten? Welche Kufen? Schlittenkufen. Ja. Na, wie ist der Hauptgang angekommen? Gut gelaufen. Ja, doch. Hat ihnen geschmeckt, glaube ich. Sehr schön. Zeit für das süße Finale. Für ihr Parfait in Schlittenform spritzt Christine die Kakaokufen. Martina, dann tun wir das zusammen anspannen. Achtung, 1, 2, 3. Das Tolle bei dem Hippenteig ist, die sind beweglich. Also rein mit. Die Hippen müssen nur kurz in den Ofen. Währenddessen bewerten die Frauen den Hauptgang.
Wie immer anonym und geheim. Also alles bereit fürs Dessert. In der Küche laufen die Dinge aber leider anders als geplant. Ich habe es zweimal probiert und da ging das immer gut. Und jetzt ist es einmal, weißt du, was es ist? Das kriegen wir schon. Ja. Das sieht auch später noch gut aus. Warten wir mal ab. Bekanntlich macht Not ja erfinderisch. Und mit Teamwork, Improvisationsgeist und einem beherzten Griff zur Schere wird es dann doch noch etwas mit dem Unterbau für den Dessertschlitten. Der sitzt auf einer Schneelandschaft aus dem italienischen Baiser. Und jetzt also zum Parfait. Die Konsistenz stimmt. Die Hippenkufen an die Seite, ein kleines Puderzuckergestöber. Es schneit. Und schon ist das winterliche Dessert servierbereit. So, gut. Ich glaube, das war's. Sieht das toll aus. Jawohl, die Schlitten mit Kuchen. Das ist doch der Schlitten. Ja. Das ist voll kapiert, Schlitten und Kufen und okay, diese Hippenkufen waren der Angst, dass der Angstpart und genau so ist es auch passiert. Alles auseinandergelaufen. Alles gut. Ja, aber gut, jetzt probiert mal. Aber gerne doch. Und was sagen die Gäste? Was Schwein gemacht? Erleichterung bei Christine. Das klingt schon mal gut. Also Christine, das Eis ist ein Traum. Man schmeckt ein bisschen Apfel und Wein. Ja. Und hast du auch Gewürze irgendwie, was Weihnachtliches drin? Zimt vielleicht? Gute Nase, guter Geschmack. Und dann Hauch und so ein bisschen so undercover, bitte. Das ist nicht ganz gelungen. Ein Hauch, ja, genau. Also es schmeckt wirklich toll. Also das Dessert von der Christine war der Oberkracher. Das Eis mit Wein und Apfelstücken drin und ein bisschen, ich glaube, Zimt war noch drin. Einfach gut. Und die Idee mit dieser Winterlandschaft auf dem Teller, die ja jetzt dann mal kommt, ich finde es faszinierend. Das ist richtig kreativ. Tine, wie ist es dir gegangen? Da haben wir uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, also das hat sich schon ein bisschen was verändert. Die Weinberge sind jetzt auch noch ein bisschen mehr, haben wir noch ein paar mehr dazu genommen und Junganlage und so. Von daher ist die Arbeit nicht weniger. Und privat bin ich Großmutter geworden. Oh. Ja. Aber es ist schön. Also so ein neues Lebensgefühl. Super. Merci. So. Und? Wir haben es gesprochen. Nochmal. Oh, wie schön. Gut, super. So. Also, das war natürlich schon was? Rote Bäckchen. War auch ganz schöne Lachnummer dabei. Aber es hat gut gepasst. Das war sehr gut. Erregt. Letzte Runde Punkte geben. Und dann hat auch die Jury ihren Job erledigt. Und der große Moment für die Tine? Ja, genau. Was da wohl alles draufsteht? Nur positive Dinge. Das klingt gut. Und ja, mit 131 Punkten liegt Christine auf Platz 2. Wie war's denn für die Winzerin? Der Tag war sehr emotional und sehr aufregend. Also ich werde ihn ewig gedenken, wie man so eine Frau sagt. Das geht den Gästen sicher genauso. Nach einer gemütlichen Runde zusammen mit Christine und Bernd verabschieden sich die Landfrauen. Bald sieht man sich wieder. Das nächste Mal geht's zu mir nach Hinterzarte auf den Ostspillerhof und da dreht sich alles um die Milch und den Käse. Danke. Sehr gut. Geheimreise. Ciao.